das Plateau, was ich in diesem Moment erreicht habe, war mein absoluter Kindheitstraum. Das muss man sich dann bewusst machen. Wir sind alle genau da, wo wir sein sollen auf unserer Entwicklung. Aber ja, wenn du jetzt sagst so, okay, Mexiko, Costa Rica, Strandpartys, Sand, so bis um 3 Uhr morgens feiern und so Da ist es weiter, halt da schon schwieriger. safe. Das kam wirklich von ganz tief in dieses Safe. Was Safe. suchst du in einer Partnerin, Bro? Bin dabei, Ja. lass ein Buch zusammenschreiben, Bro. Ja, Mann. Persönlichkeitsrückentwicklung von Leo und Leon Lovelock. Und wie ist es bei dir musiktechnisch? Nur wer aufhört, eine Rolle zu spielen, wird eine Rolle im Leben spielen. Guckt den Menschen in die Augen, lernt die Menschen kennen und versucht die Seele zu sehen, versucht das Herz zu sehen und auf der Basis solltet ihr entscheiden, ob ihr zusammen seid oder nicht, weißt du? Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Ich habe mal, als ich in Costa Rica war und so eine Art Plateau erreicht habe, ich habe irgendwie ganz viele Videos hochgeladen, aber irgendwie ist nicht viel passiert, die Qualität wurde nicht besser und ich dachte mir einfach so, dass ich jetzt irgendwie das Zeit für was Neues ist, weißt du, so fühlt man sich ja bei einem Plateau. Und dann habe ich das aber mal rückblickend für mich analysiert. Das Plateau, was ich in diesem Moment erreicht habe, war mein absoluter Kindheitstraum. Und das muss man sich dann bewusst machen. Ich meine, ich war in Costa Rica, konnte von dort aus Videos hochladen und gleichzeitig surfen gehen so. Und gut, wenn da irgendwo ein Plateau ist, was jetzt irgendwelche Zahlen angeht oder irgend so ein weltlicher Shit, so ist Ja, doch Digga. so, was soll das schon, weißt du? Das ist alles, wir sind alle genau da, wo wir sein sollen auf unserer Entwicklung. Ich meine, das hat mir damals, Die Dankbarkeit ist ist mir damals brutal schon durch wichtig in den. solchen Situationen, so, ne? Nochmal? Die Dankbarkeit ist brutal wichtig in solchen Ja. Situationen, dass du dankbar bist für das, was du hast, auch wenn es nicht mehr größer wird oder vielleicht sogar kleiner wird, aber du trotzdem noch davon leben kannst und irgendwie deinen Traum irgendwie leben kannst, so dann sei dafür dankbar. Sorry, ich will deine Geschichte weiterhören. Was sollst du noch sagen? Nee, es ist ganz genauso. Es ist auch eine interessante Frage, wann sind wir dankbar und wann nicht? Weil manchmal ist man in derselben Lebenssituation wie in der anderen, aber in der einen ist man halt einfach so ultra dankbar, also so einfach so wirklich von Herzen aus so, womit habe ich das verdient? Und in der anderen Situation nimmt man es wieder so als ganz normal gegeben hin. Da gibt es immer irgendwie diese Ja. beiden verschiedenen Gedanken oder Glaubensströmungen, die dich dann so durchfließen. Und ja, um dann nochmal darauf zurückzukommen mit Costa Rica, was wollte ich da sagen? Ja, keine Ahnung, Bro, aber ja, so in Digga. etwa. Ich darf nicht so oft unterbrechen, Bro. Das ist so Ey, eine gar kein Krankheit. Stress. Nee, nee. Das ist so eine Ey, Krankheit Bro, von mir, Bruder. das wollte ich mich auch noch sagen. Und zwar, ich war gerade eben noch in Magdeburg bei einer Talkshow und das ist natürlich ein ganz anderes Verhältnis. So, da sind dann 4, 5 Kamerateams mit Ultrabelichtung und Zuschauern und Moderator und da gegenüber sitzt so ein gestandener Politiker, daneben irgendein Professor, Doktor, Doktor, daneben ein Journalist und Philosoph und dann auf einmal sitze ich da so, als so, yo, ja, ich bin halt Leo, mach Videos und dann denkst du dir erstmal so, wo bin ich jetzt gelandet? Aber hab mir natürlich dann auch, weißt du, zu einem gewissen Punkt, klar, sollte man immer auf dem Boden bleiben und wie heißt der Charakter zugleich, wenn man einfach, ja, Humble. sich selbst, nochmal? Humble. Also Humble, einfach ja. Top, auf Deutsch nochmal am besten, aber genau das ist es. Demut, beziehungsweise Demut, auch ja. Bescheidenheit. Bescheidenheit, weißt du? Bescheidenheit, da sind So wir eine doch. gesunde Bescheidenheit, gerade in der heutigen Zeit, Social Media, Ego und so weiter, richtig wichtig. Auf der anderen Seite darf man sich natürlich auch nicht zu klein reden. So, ich hatte schon meinen Sinn, dass ich da bei dieser Talkshow war, weil ich eben mittlerweile einen ja, recht großen Einfluss auf auch die Jugend habe. Das war ja auch mein Ziel damals. Ich habe gesehen, so, hey, ich gucke mir selbst gerne so Ü40, Ü50 an, wenn es um politische Vorträge geht und irgendwelche Gesellschaftsanalytik-Geschichten. Aber ja, irgendwie muss das ja auch mal auf YouTube kommen. Irgendwie muss das ja auch mal in die Unterhaltungsschiene gehen. Irgendwie muss das ja auch mal die Massen erreichen können. Und das habe ich mir damals zum Ziel gesetzt. Und deswegen war ich bei dieser Talkshow. Und bei dieser Talkshow habe ich mich dann natürlich auch irgendwo angepasst, was die Wortwahl anging und so mein Image, weil irgendwo ist man ja dann doch in der Rolle drin, wenn du da irgendwie mit einem Politiker, Professor und Arzt redest. So. Und da war Ja. halt. Da war halt alles so ein bisschen, also einfach, weißt du, ich kann ja da nicht so einfach so reden, wie ich mit dir gerade rede. Und deswegen bin ich immer dankbar, wenn ich zum Beispiel mit dir im Common Café Podcast bin oder jetzt bei dir bei Twitch. Man kann einfach wie Menschen so einfach quatschen. Deswegen, wenn du mir da zwischendurch irgendwie deine Gedanken teilst, so gar kein Stress, das ist immer gut. Ja. Wenn nicht, hätte ich nämlich auch die Frage, was du zu Silvester machst, weil da sind wir ja schon beim Thema Partys, Frauen, Drogen. Ist ja so ein typisches Silvester-Ding jetzt, so. Was sind da deine Pläne? Habe ich nicht. Kein Plan. Ja. Ist Also auch nicht auch so. klingt nach einem ruhigen Jahreswechsel. Wahrscheinlich, ja. So. Ich bin da gar nicht mehr so.
gerade hier in Deutschland, sage ich dir ehrlich, also seitdem ich auch mal international ein bisschen unterwegs war und gesehen habe, was da möglich ist, so, catcht mich das hier auch alles nicht mehr so krass, weißt du? Ja, du hast vorhin angesprochen, so klopft manchmal der Teufel und so weiter. Und da muss ich echt sagen, also hier im Leben in Berlin, hey, ich mache meinen Sport, gehe Eisbahn, meditiere, lese, bin mit meinen besten Freunden. Wenn wir nicht am Arbeiten zusammen sind, dann essen wir zusammen. Alles einfach schön. Aber ja, wenn du jetzt sagst so, okay, Mexiko, Costa Rica, Strandpartys, Sand, so bis um 3 Uhr morgens feiern da und so weiter. Da ist es halt schon schwieriger. Safe. Safe. Das kam wirklich von ganz tief in dieses Safe. So, safe. Ich sag dir ehrlich, als ich in Mexiko war, da war der Teufel zu präsent bei mir teilweise, sage ich dir ganz ehrlich. Was mich da gerettet hat oder mich da wieder rausgeholt hat, ist, ich habe gemerkt, dass ich übertreibe. Ich habe gemerkt, dass das, was ich jetzt gerade hier mache, dass es nichts Gutes ist, so, dass ich mich meinen Trieben einfach nur hingebe und nicht mehr wirklich klar bin und nicht mehr wirklich in meiner Mitte drin bin. Und dann hat ein Kumpel mir gesagt, morgen ist Ramadan. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache mit. So. Ich musste das tun. Auch wieder der Freundesumkreis und dein Umfeld, weißt du? Hättest du den Kollegen jetzt in dem Moment nicht gehabt, dann hättest du weiter dich in dieser misslichen Lage schlecht gefühlt, aber trotzdem bis zu einem gewissen Punkt weitergemacht, bis du dann von selbst hinaus gesagt hast, Alter, wenn ich weitermache, dann gehe ich komplett kaputt. Ey, und dann kann es auch schon vorbei sein am Ende des Tages, ne? Wenn du die falschen Dinge tust und in den falschen Gegenden unterwegs bist, was in Mexiko auf jeden Fall dann nochmal anders ist, als wenn du in Deutschland in den falschen Gegenden unterwegs bist und mit den falschen Leuten, so. Ich sag nur, wenn du wie Will in Kolumbien im Club jemanden einen auf die Nase gibst, weil er irgendwie, ja. Da kann es auch mal ganz schnell vorbei sein wieder. Ja. Digga, der Podcast, ich hätte mir nicht gedacht im Vorhinein, dass ich mir den dann wirklich, weil ich war halt in der Badewanne und normalerweise, keine Ahnung, ich schaue dann ein bisschen was bei YouTube oder mal hier im Buch ein bisschen hin und her. Aber ich habe das Ding angemacht, habe mir die 2,5 Stunden komplett gegönnt. Geil, Alter. Viele haben sich das reingegönnt. Das ist halt auch eine brutal spannende Geschichte gewesen. Ne? Ich selbst saß ja da, hast du ja gesehen. Ich selbst saß da und habe einen Film geguckt, so wie im Kino. Einer schreibt gerade im Chat, das können wir doch mal als Frage rausnehmen hier. Was sucht ihr in einer Partnerin? Ihr seid ja schon ausgebildete Persönlichkeiten. Ausgebildete. Wir sind auf dem Weg. Ja. Ja, ich bin einfach studierte Persönlichkeit. Was suchst du in einer Partnerin, Bro? Ja, um nochmal ganz kurz bei dem Persönlichkeitsding zu bleiben. Ja, und zwar, dieses Wort Persönlichkeitsentwicklung kann man auch gut und gerne hinterfragen, weil in diesem Buch, was auch der Nikolai Binner mega empfohlen hat, habe ich mir das Hörbuch angehört, und zwar die radikale Ehrlichkeit von Kollege Schnürschuh. Hast du mal gehört? Radikale Ehrlichkeit? Nee. Geht es im Endeffekt darum, dass du wirklich deine Gedanken, deine Gefühle zu einer Situation so ehrlich und ungefiltert raushaust. Bedeutet nicht, dass man jetzt auf Krampf irgendwie Leute fertig machen soll, aber einfach nicht mehr diese Maske, und da sind wir auch bei dem Persönlichkeitsaspekt. Ich glaube, aus dem Latein kommt Persona von dem Wort Maske. Das heißt, wenn wir es wieder lernen, wie in dem Alter, wo wir noch so 2, 3, 4, 5 waren, wo wir wirklich noch Kinder waren und keine Maske aufgesetzt hatten. Mhm. Wenn wir dahin wieder zurückkommen, werden wir alle irgendwo einen großen Schritt, meine ich, gewachsen. Und deswegen könnte man fast von einer Persönlichkeitsrückentwicklung reden, wenn man in diese Schiene reingeht. Wenn du dich mit Spiritualität auseinandersetzt und die diepe Sachen reinziehst und Hörbücher und so, die erleuchteten Menschen, die es wirklich geschafft haben, erleuchtet zu sein, wissen nicht, wie alt die sind. Die haben teilweise ihren Namen vergessen. Und das Joe Biden, Grund. Meinst du? Wirklich, ich habe mir eine Geschichte reingezogen von einem Mönch, der weiß nicht, wie er heißt, der weiß nicht, wie alt er ist. Der hat mit diesen ganzen Sachen nichts mehr zu tun, weil er pure Liebe ist. Ich gebe dir recht. Und ich glaube, wenn wir auf die Welt kommen, sind wir pure Liebe. Und dann fangen wir langsam an, uns diese Persona aufzubauen, diese Persönlichkeit aufzubauen. Und ich finde, das ist ein sehr guten Hinweis, den du da gerade gegeben hast mit der Persönlichkeitsrückentwicklung. So. Weil das tötet auch dein, das vertötet auch dein Ego. Ich bin gerade live. Ey, let's go. Ich bin dabei. Ja. Lass ein Buch zusammenschreiben, Bro. Persönlichkeitsrückentwicklung von Leo und Leon Lovelock. Und dann einfach so, sei ein Bot. Einfach so. Einfach ein. Aber aus der Schiene
Persönlichkeitsrückentwicklung, geiles Wort auch an der Stelle. Und Bücher schreiben, Alter, da könnten wir direkt weitermachen. Da habe ich echt vor, 23 generell. Ich möchte mein Leben lang Bücher schreiben, so, weil ich meine, ich bin hier vor der Kamera, jo, was geht, kann jetzt hier ein bisschen was erzählen. Und es bleibt auf YouTube, das ist schön und gut, man kann auch hier Kunst machen, aber so ein Buch, das bleibt für die Ewigkeit. Es kann sein, dass ein Buch Jahrhunderte, Jahrtausende überlebt. Ich meine, ein Buch wie von Marcus Aurelius, Meditations, das sind Werke, ja, die kannst du in 1000 Jahren auch noch vorstellen. Safe. Und ein YouTube-Video, mein auch Gott. Auch die Bibel, der Koran, ja, diese heiligen Bücher, wie lange die überstanden haben und wie viel Gewicht die haben. Deswegen will ich auch, was mein großes Ziel ist auch, ich wollte auch schon immer ein Buch schreiben und das werde ich auch irgendwann angreifen. Ich habe immer noch das Gefühl gehabt, so dass ich noch nicht weise genug bin, um ein Buch zu schreiben. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss erst weise sein. Ich muss noch viel mehr vom Leben gesehen haben und wissen, damit ich mein eigenes Buch schreiben kann. Was ich noch mehr machen will, ist auch das, was ich denke und was ich fühle, in Musik zu verpacken, so, weißt du? Mhm. Weil ich glaube, Musik auch so eine Sache ist, die auch sehr lange bleibt, so. Ist auch nochmal ein Unterschied zu einem YouTube-Video, so, weißt du? Ich meine, was triggert Emotionen so sehr wie Musik, jetzt unabhängig von irgendwelchen Drogen und Substanzen, sage ich mal? Ja. Meistens ist es die Kombination zwischen Video und Audio. Da hast du natürlich die komplette Bandbreite, so ein Film, traurige Musik, irgendeine dramatische Szene, dann fängst du auf einmal an zu weinen. Im Vergleich jetzt, gut, ist jetzt meine Meinung, es gibt auch sicherlich Kunstliebhaber, die das anders sehen. Wenn ich jetzt auf ein Gemälde gucke zum Beispiel, dann sehe ich da eine schöne Landschaft, schönes Haus, aber mir kommen jetzt nicht die Tränen. Also vielleicht kommt das noch, dass ich da so ein Gefühl für bekomme. Rein bei Musik, ja, du kannst ja teilweise wirklich die Augen zumachen, in einem ruhigen Raum sitzen, einfach nur auf dem Sofa chillen, aber dadurch, dass du diese Musik hörst, werden da Emotionen wach, die ins Unterbewusstsein gehen und wenn du das mit... Ja, ich habe das schon erlebt, dass die Natur mich auch dazu gebracht hat, Tränen zu bekommen, so. Aber das war in Mexiko, wo ich zum ersten Mal am Beach stande, so, und den Mond gesehen habe und wie der Mond die Wolken angescheint hat und dadurch das Meer, dass ich das Meer gesehen habe und so, ich habe mich gefühlt wie in einer anderen Welt, ich habe mich gefühlt wieder wie, keine Ahnung, Alter, als ob ich vor 1000 Jahren wäre. Ich habe diese Macht und diese Energie von Gott gespürt und so, ich habe mich gefühlt wie, ich weiß nicht, und dann sind mir einfach Tränen gekommen. Ja, beflügelt. Ja. Hat sich angefühlt wie Ecstasy. Ja. Und wie ist es bei dir musiktechnisch? Weil zum Beispiel das Lied Wach, habe ich auch drauf und drunter gehört, weil es auch so gut in den Zeitgeist gepasst hat. Also hättest du das Ding auf Englisch irgendwo, weißt du, weil in den USA ist die Szene ja dreifach so groß. Ich glaube, das wäre wirklich wahnsinnig durch die Decke gegangen. Aber damals waren es ja auch noch so viel sensiblere Zeiten. Wenn du da gesagt hast, ja, Maske tragen, vielleicht nochmal hinterfragen, dann warst du ja schon gestorben. Ja, heutzutage, voll. Weißt du, ganz und ich entspannt. Bin ja mit Wach bin ich ja voll drauf gegangen, so Bill Gates, der Ding. Und ich habe ja alles ausgepackt, so, ne? Und ich sag dir auch, viele Leute haben in die Kommentare geschrieben, wenn du dir heute die Kommentare da durchliest, wie viele Leute das so krass gefeiert haben und gesagt haben, so, ey, das ist eigentlich das, was Rap auch ausmacht, so, weißt du, was ich meine? Und der YouTuber ist der Einzige, der das dann wirklich umsetzt, so, weißt du? Und viele haben auch in die Kommentare reingeschrieben, dass die gerne ein ganzes Album in die Richtung hätten, so. Mhm. Ja. Kennst du den Tom McDonald? Ich hab halt eine musikalische Entwicklung da noch gemacht. Das war mein erster Song, den ich gemacht habe, so. Das war mein erster kompletter Song, den ich geschrieben und aufgenommen habe, so, weißt du? Und danach, ich wollte halt musikalisch mich noch weiterentwickeln, so, weißt du? Ich wollte dann mal auch ein paar Melodien reinbringen, wollte ein bisschen singen. Dann hat man sich hier und da was reingezogen, hat sich von da prägen lassen und hat dann ein bisschen eine andere Schiene eingeschlagen mit der Zeit, so. Mittlerweile bin ich halt wieder auf dem Trichter, dass ich sage, dass ich auf jeden Fall auch diese Ader, die ich in mir habe, dieses Rebellische und dieses Gesellschaftskritische, irgendwie wieder auch in Songs rein verpacken würde, so, weißt du? Dieses Bedürfnis ist wieder ein bisschen mehr da, so. Also, ich will auf jeden Fall mit Musik weitermachen. Aber es hat dann auch Facetten. So, ich bin nicht nur der gesellschaftskritische Typ, so, weißt du? Ja, verstehe ich. Nee, da wirst du deinen Weg finden. Ja. Mir fällt da halt gerade noch Tom McDonald ein, falls dir was sagt. Nee. Sende ich dir dann gleich mal. Und sonst, Gesellschaftskritik muss ja auch nicht heißen, so Impfung, Kacke, Maske, Dings und so weiter, sondern es kann ja wirklich in die auch spirituelle, geistliche, gläubige Ebene, in die Richtung Maskulinität, weißt du, das sind ja alles Themen, die tiefgehend sind. Und diese tiefgehenden Themen wiederum muss man ja auch nicht immer nur in diesem kritischen Geist sehen und in diesem, das läuft scheiße, wir müssen das und so anders machen. Das kann natürlich auch vollkommen, wie du wahrscheinlich viel eher bist, so der sonnige,
am Strand in Mexiko Vibe sein. Genau. Und ich bin gespannt auf das, was da kommt, auf alle Fälle. Ey, ich habe da auf jeden Fall noch einiges auf der Seele und wie du gesagt hast, es gibt noch viele andere Erlebnisse, die ich gerne auch in Songs verarbeiten würde, so weißt du, die auch einfach deep sind, wo die jetzt nichts mit Gesellschaftskritik oder so zu tun haben, sondern einfach auf meinem Herzen irgendwie drauf liegen. Mir fällt es manchmal ein bisschen schwer mit der Schreiberei so, mich da wirklich, ich glaube, das Lesen jetzt, das tut mir gut, um meine Fantasie anzuregen und dann auch im Schreiben besser zu werden. Mir fällt es manchmal schwer, das, was mir auf dem Herzen liegt, in Texte zu verpacken und dann auch noch die guten Melodien dazu zu finden, dass sich das auch geil anhört, so weißt du? Sobald ich auf diesem Melodiefilm bin, dann geht's eher in eine Richtung, wo ich dann nur noch über Nonsense irgendwie rappe und singe. Und wenn ich, umso ernster ich werde, umso mehr geht dieser Flow und dieses Taktgefühl ein bisschen verloren. So, das ist so eine krasse, da bin ich noch ein bisschen am Testen, bin ich noch ein bisschen am Gucken, so. Ja, das ist die Kunst am Ende, das zu kombinieren. Ja. Und ich glaube, da kann es auch Momente geben, weil in dem Wort Leidenschaft steckt ja auch irgendwo Leid drin. Man muss jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie kurz davor sein, kaputt zu gehen an seiner Kunst. Aber so eine gewisse außerhalb der Komfortzone ist auch beim kreativen Schöpfen dabei. Ist ja logisch. Ich meine, du kannst ja nicht einfach mit dem Finger schnipsen und sagen so, hey, hier ist der Track, so ist gut geworden. Klar, vielleicht gibt es auch irgendwelche Multitalente, die das, bei denen das alles so einfach ist. Aber auch da sind das irgendwo göttliche Eingebungen, meiner Meinung nach, die dann einfach kommen, weil du mit deinem Geist schon so weit offen bist, dass du diese Eingebungen auch bekommst. Ich meine, auch wieder da das Thema. Wie willst du denken, dass du, oder wie willst du erwarten, dass du kreativ, schöpferisch bist, wenn du von A bis Z vollgespammt wirst mit TikTok, Instagram, YouTube, Telegram-Nachrichten oder Medienbeiträgen und hier ist Politiker A, der das gesagt hat oder so, dann kommst du ja nicht zu deiner eigenen Mitte. Dann kannst du die auch nicht in die Welt tragen. Geil, hier hat einer was im Chat geschrieben, feier ich. Nur wer aufhört, eine Rolle zu spielen, wird eine Rolle im Leben spielen. Mhm. Geil. Ja. Fühl ich. Da gibt's ja auch wir wollten eigentlich ja. Dieser ganze Talk, den wir gerade machen, ist eigentlich... Eigentlich hatte ich eine Frage aus dem Chat vorgelesen, die wir immer noch nicht beantwortet haben. Du könntest mir Geld der Welt anbieten, ich würde jetzt nicht mehr drauf kommen können. So. Ich glaube, das war hier mit Frau, was wir... Ach, Frau, genau, stimmt. Ja, Beziehung, genau. Beschreibe deine Traumfrau, Werte, Charakter. Leon und Leo. Beschreibe deine Traumfrau, ja. Bro. Ja. Geht ja in dieselbe Richtung. Also genau, und da hat die eine, sorry, ich muss dich nochmal unterbrechen. Ja. Was sucht ihr in einer Partnerin? Ihr seid ja schon ausgebildete Persönlichkeiten, das war die Frage. Kombinieren wir das beides zusammen? Ja. Fangen wir mal mit der letzteren an, der Beziehungsaspekt. Da fand ich das so gut, wie das Jordan Peterson erklärt hat, dass man in eine Beziehung mit einer Intention geht. Und eine menschliche Beziehung, egal ob auf freundschaftlicher, romantischer Basis, die hat irgendwo immer einen Sinn. Das ist ja nicht ein Zufallsprodukt, sondern wir haben alle das Bedürfnis, wenn es jetzt um eine romantische Beziehung geht, eine Familie zu gründen, ja, und auch irgendwann Kinder zu bekommen. Und für mich ist eine Beziehung, die so etwas nicht im Sinn hat, in den meisten Fällen auch nur eine Ablenkung, was ja auch nichts in jedem Fall Negatives sein muss. Du hast mal eine Phase hier und da und dann suchst du halt einfach nur irgendwo Bestätigung oder auch einfach nur ein Zusammensein mit jemandem, mit dem du dich öffnen kannst und ein gewisses Sicherheitsgefühl, so das ist alles schön und gut, aber auf lange Frist, sage ich, muss die Intention in der Beziehung von beiden Partnern gleich sein. Kann nicht sein, dass der eine sagt so, hey, ich möchte hier was Großes zusammen mit dir erschaffen, einfach eine tiefe Verbindung, und der andere sagt, ja, nee, Bro, lass hier Polygamie und hier drei Partner und dann nach 2 Monaten, wenn ich wen Besseres finde, ist das Ding wieder vorbei. Kann nicht funktionieren. Ja. Das wäre mein erster Punkt. Ja. Die Intention von beiden muss sehr ähnlich sein. Safe, stimme ich dir hundertprozentig zu. Sehe ich auch in der heutigen Welt oft, dass Menschen einfach nur Beziehungen führen, um sich abzulenken, beziehungsweise sich nicht mit sich selbst zu konfrontieren oder weil sie sich scheiße fühlen und dann einfach jemanden suchen, der ihnen ein besseres Gefühl gibt, wo sie gar nicht die richtige Verbindung spüren. Was ich in der Partnerin suche, ist eine Seelenverwandtschaft. Ich suche eine Frau, die mit mir, zu mir, für mich bestimmt ist, wo ich das Gefühl habe, wir gehören zusammen. Nur wir beide zusammen sind eine bessere Version von uns selber. Ohne uns beide sind wir nicht so gut. Das muss ich fühlen, das muss ich spüren, so, weißt du? Das ist das Allerwichtigste für mich. Dass ich spüre, wir sind füreinander gemacht. Und für mich ist halt auch brutal wichtig, diese menschliche Ebene, so, weißt du? Natürlich ist die Optik auch wichtig,
So, das ist das Erste, was einen anzieht. Aber am allerwichtigsten ist für mich, zu spüren und zu merken, dass da ein guter Mensch dahinter steckt. Zu wissen, dass es eine gute Mutter in der Zukunft. Das zumindest zu fühlen, sage ich mal. Weißt du, was ich meine? Dieses Gefühl dafür zu haben, dass es ein herzensguter Mensch, der nichts Böses im Herzen hat, nicht versaut ist von der Welt und einfach lieb ist. Weißt du, was ich meine? Ich will in meiner Frau Liebe sehen. Ich will Positivität sehen. Ich will Harmonie da haben. Das ist für mich bei einer Frau brutal wichtig. Also dieses ganze, ja, man fühlt sich natürlich auch mal hingezogen zu Frauen, die einfach nur geil aussehen, die einfach nur Attribute haben, die dich vielleicht anziehen, aber da gar nicht so viel Herz dahinter steckt und Liebe dahinter steckt. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich mich niemals beziehungstechnisch drauf einlassen würde, so weißt du. Und das würde ich auch Jungs da draußen empfehlen, lasst euch davon nicht blenden. Guckt den Menschen in die Augen, lernt die Menschen kennen und versucht die Seele zu sehen, versucht das Herz zu sehen und auf der Basis solltet ihr entscheiden, ob ihr zusammen seid oder nicht, weißt du? 100%, ich hätte es nicht besser sagen können. Ich finde, das hast du einfach optimal auf den Punkt gebracht. Du hast da sicherlich auch schon sehr viel mehr Lebenserfahrung. Ich kann für meinen Teil auch nur noch einen Erweiterungssatz dazufügen. Und zwar, in der Bibel wird ja auch beschrieben, kein Sex vor der Ehe, keine sexuelle Beziehung, bevor man nicht diese Seelenverwandtschaft gefunden hat und das dann auch weltlich manifestiert hat mit einer Hochzeit. Mhm. Und heutzutage leben wir ja wirklich komplett einmal andersrum. Also man lernt sich erst im Club kennen, schläft miteinander nach 10 Minuten und wenn dann alles gut ging, lernt man sich kennen. Und das ist auch ein krasser, es ist ein Fehler, einfach auch biologisch gesehen, weil wenn du mit einer Frau Sex hast, dann bindest du dich, sie dich an dich, einfach allein aus biologischer Ebene. Da passiert was, auch spirituell, ja, ein Energieaustausch. Und es kann sein, dass ihr dann eine Connection habt, die sonst gar nicht entstanden wäre. Und dann lernt man das erst auf die harte Tour kennen. So, man denkt so, boah, ja, Mann, die ist es so, ich habe hier Gefühle und da Gefühle. Und jetzt machen wir hier 1, 2, 3 Wochen und dann einen Monat und dann ein Jahr und dann merkt man irgendwann, nee, das war eigentlich doch ein Trugschluss. Mhm. Und also du sagst, du würdest deine Frau lieber, also die mit der du dann eine Beziehung führst, lieber erstmal richtig kennenlernen als Mensch, bevor du zum Beispiel Sex mit ihr hast oder so? Ja, perfekt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mhm. Muss ja nicht ich meine, wie gesagt, ich lese gerade die Bibel, kann sein, dass ich in einer Woche schon an dem Punkt bin, so kein Sex vor der Ehe, dies, das. Aber die echt, Grundlage. Du bist ja keine Jungfrau mehr wahrscheinlich, oder? Nee. Ich sehe es, hat da nicht funktioniert, sage ich mal. Aber ich denke, bei vielen, die auch gerade erst zum Glauben finden, glaube ich, in dieser Zeit immer mehr. Mhm. Ich habe halt gerade erst in meinem Umfeld einen meiner besten Kumpels gesehen, der, was heißt gesehen, so, wir sind ja beste Freunde, so, ich habe alles miterlebt von Tag 1 bis Tag jetzt. Mhm. Mit NoFap angefangen, da ein bisschen gestruggelt. Dann auf einmal ein Mädel kennengelernt, ich lehne mich mal wieder nicht an den Tisch hier, sonst macht das wieder was. Mädel kennengelernt, nach 6 Monaten haben die gesagt, okay, ey, das ist es, haben jetzt geheiratet. So, ne? Mhm. Und bei denen läuft das jetzt, wohnt zusammen und ja, Gott weiß, wie das weitergeht. Ich wünsche ihnen das Beste und da hat mir das so gezeigt, okay, das ist möglich. Und ich meine, jede Generation vor uns, in zumindest den letzten 100 Jahren, da war das gang und gäbe. Da gab es natürlich auch 1000 Probleme hier. Gibt es immer noch mit Zwangsverheiraten und irgendwie alles ist viel zu strikt und viel zu ordnungsmäßig basiert und das Spirituelle, das Verbindungsmäßige fällt weg in einer Liebesbeziehung. Das sollte es natürlich auch nicht sein. Aber Fakt ist, das, was jetzt gerade passiert, ist Degeneration. Nicht mehr und nicht weniger. Ja. Ich muss sagen, dass ich da, was das Thema angeht, so, also ich kann mir auch vorstellen, wenn ich eine Frau kennenlerne und wir haben zum Beispiel beim ersten Date direkt Sex, so, heißt es für mich nicht, dass ich nicht sie heiraten kann oder mit ihr eine langfristige Beziehung führen kann, so. Habe ich in meiner Erfahrung einfach gemerkt, dass das für mich nicht der ausschlaggebende Punkt ist, so. Wie gesagt, der ausschlaggebende Punkt ist die Energie, ist das, was wir miteinander haben und das spürst du als Mann, vor allen Dingen auch nachdem du den Sex bekommen hast, den du als Mann auch eigentlich immer, wenn wir ehrlich sind, haben möchtest du auch irgendwo. Wenn du den bekommen hast und danach immer noch dieses Bedürfnis danach hast, dich mit dieser Frau zu treffen und diese Verbindung weiter aufrecht zu erhalten, der ist das, weißt du? Dann, das ist ein gutes Zeichen dafür. Und das ist, alles andere ist, wie du richtig auch gesagt hast, eine Art Ablenkung.
wirklich eine Art Droge. Ich meine, es ist ein Hormoncocktail, der da in dir stattfindet. Und es ist kein Zeichen von Männlichkeit und von Stärke, dass du dich selbst, deinen Geist und deinen Körper unter Kontrolle hast, wenn du mit jeder, die nicht auf drei auf dem Baum ist, schläfst. Weil das zeigt im Endeffekt, also ich will auch gar nicht in die verurteilende Richtung gehen. Wir haben alle unseren Lebensweg, wir haben alle unsere Erfahrungen, die wir machen, und das ist auch richtig so. Nur finde ich, dass es halt einfach auch kein positives Zeichen ist. Weil entweder bedeutet es, okay, du bist ein guter Manipulator, oder du hast dich selbst nicht unter Kontrolle. Und ich finde, das ist ein interessanter Gedanke. Und ich wünschte, jetzt könnten wir auf dieses eine Video reagieren. Hatten wir im Vorfeld besprochen. Das machen wir dann demnächst mal, dass das technisch... Lass uns das demnächst machen, safe, hundertprozentig.